Wir kommen zur Behandlung von Ausnahmen und Unterbrechungen in der BPMN. Das wird realisiert mit Hilfe von Subprozessen und sogenannten angehefteten Ereignissen. Wie wir die Ereignisse besprochen haben, haben wir diesen Anheftungsmechanismus einmal soweit ausgespart. Jetzt besprechen wir den. Diesen Anheftungsmechanismus sehen wir hier, gibt es in zwei Varianten, sogenannte angeheftete unterbrechende Ereignisse und nicht unterbrechende Ereignisse. Was bedeutet das? Wir schauen es uns am besten an einem Beispiel an. Hoppla. So, hier. Angeheftet heißt, dass solche Zwischenereignisse nicht nur im Sequenzfluss an sich angebracht werden können, sondern eben an einen Task angeheftet werden können, so wie man es hier erkennt. Es gibt eben jetzt die unterbrechenden und die nicht unterbrechenden Tasks, angehefteten Unterereignisse, die eben den Task dann wirklich abbrechen, wenn sie eintreten, oder die den Task nicht unterbrechen, wenn sie eintreten. Also solche angehefteten Ereignisse sind immer eintretende Ereignisse. Auch das haben wir in dieser Übersichtstabelle, war das zu erkennen. Wenn wir da nochmal zurückgehen. Angeheftete Ereignisse treten also immer ein und wir reagieren in irgendeiner Form auf. Im konkreten Beispiel hier wäre das ein Timer-Ereignis. Bei einem angehefteten Timer-Ereignis ist es semantisch so, dass dieser Timer zu laufen beginnt, wenn der Task startet. Also wenn wir hier herkommen, beginnt der Timer zu laufen. Wenn wir jetzt diese Variante wählen, das nicht unterbrechende angeheftete Timer-Event, würden wir damit ausdrücken, dass wenn diese Aufgabe länger dauert, als im Timer spezifiziert, die Aufgabe zwar fortgesetzt wird, aber gleichzeitig dieser Sequenzfluss hier ausgelöst wird und der Prozess dort unten parallel weiterläuft. Das kann man zum Beispiel dazu nutzen, um jemanden anderen zu informieren, dass der Prozess unvorhergesehenerweise vielleicht länger dauert als ursprünglich vorgesehen. Wenn man hier also ein Nachrichtenevent reinbasteln würde und den Prozess gleich wieder beendet, und hier jemand anderem über einen Nachrichtenfluss Bescheid gibt, dass es länger dauert, dann wäre das eine klassische Verwendung des angehefteten Time-Events, der die Ausführung nicht unterbricht. Im Gegensatz dazu, das unterbrechende Time-Event bricht die Ausführung der Aufgabe nach Ablauf des Timers ab, wenn sie noch nicht abgeschlossen ist. Heißt, Timer beginnt wieder hier zu laufen, und sobald die Deadline, die hier spezifiziert ist, abgebrochen ist, geht es hier gar nicht mehr weiter, sondern wir laufen nur mit dem unteren Sequenzfluss weiter. Es wäre zum Beispiel eine Möglichkeit zu realisieren, dass es für eine Projekteinreichung für die Abgabe einer Hausübung oder sonstiger deadline-behafteter Aktivitäten eine fixe Grenze gibt, ab der es nicht mehr notwendig ist, die Aufgabe weiter auszuführen. Weil eben dann hier abgebrochen werden würde, es ging also hier gar nicht mehr weiter, sondern nur unten. Im Gegensatz zu dem nicht unterbrechenden Event, wo es zu einer impliziten Parallelisierung kommt, wo also hier nach Abschluss der Aufgabe der Prozess auch noch weiterläuft. Wenn man das jetzt kombiniert mit Sub-Events, kann man sich vorstellen, dass das ein sehr flexibler Mechanismus ist, um an ganze Prozessverläufe mit bestimmten Deadlines oder mit bestimmten Ereignissen zu verbinden. Im konkreten Fall, dieses Beispiel, das wir hier haben, wäre der Prozess, dass in einem Fastfood-Restaurant versprochen wird, dass die Bestellung maximal 5 Minuten dauert, bis sie geliefert wird, also bis sie fertig ist. Und wenn das nicht eingehalten werden kann, dann bekommt man das Geld zurück. Wir nehmen also, wenn wir uns den Prozess durchschauen, die Bestellung entgegen. Und damit beginnt an sich diese Deadline zu laufen, innerhalb derer wir die Bestellung übergeben müssen. Was passiert dann da hinten? Dazwischen muss die Bestellung innerhalb der 5 Minuten zubereitet werden. Also die Zahlung wird durchgeführt, und danach werden die Beilagen zubereitet, der Burger zubereitet und die Getränke eingefüllt und dann sind wir fertig. Wenn das nicht innerhalb von 5 Minuten passiert,
dann wollen wir das Geld zurückgeben und das repräsentieren wir mit diesem nicht unterbrechenden Timer-Event hier. Es kommt also zur Geldrückgabe, wenn die 5 Minuten ablaufen. Gleichzeitig möchte aber natürlich der Kunde trotzdem die Bestellung erhalten, deswegen verwenden wir hier ein nicht unterbrechendes Timer-Event. Das heißt, das Bearbeiten der Bestellung an sich, das Zubereiten der Bestellung läuft weiter, das Bestellung übergeben läuft weiter, parallel dazu wurde aber das Geld zurückgeben ausgelöst. Würden wir hier unterbrechen, dann wird der Kunde zwar das Geld zurückbekommen, aber seine Bestellung nicht mehr erhalten. Also nicht der Sinn der Sache. Das war jetzt die Verwendung von angehefteten Timer-Events. Wir haben aber in der Übersicht gesehen, dass es noch andere Timer-Events gibt. Angeheftete Events gibt. Wir können, genauso wie wir den Timer verwenden, auch auf eingehende Nachrichten innerhalb eines Subtasks reagieren. Das wäre das angeheftete Nachrichten-Event. Vorsicht, das ist eben jetzt nicht das Senden einer Nachricht, sondern damit können wir beschreiben, dass es passieren kann, dass eine Nachricht eingeht und wir deswegen abbrechen. Zum Beispiel, wir reparieren gerade eine Maschine und dann kommt ein Anruf, dass wir von diesem Auftrag abgezogen werden, brechen also diese Maschinenreparatur vielleicht ab und realisieren das mit einem angehefteten, unterbrechenden Nachrichten-Event. Das ist also das Reagieren auf Kommunikationsvorgänge. Das geht auch, haben wir noch vergessen, auf Signalbasis, genauso wie auf Nachrichtenbasis können wir das auch mit Signalen verwenden. Also wir hatten jetzt die angehefteten Nachrichten-Signal-Events, um auf Nachrichten zu reagieren. Wir hatten die angehefteten Time-Events, um auf Deadlines zu reagieren. Und wir haben jetzt noch die angehefteten Events, um auf Probleme, die in der Ausführung des eingebetteten Prozesses passieren, zu reagieren. Und da schauen wir uns ganz konkret jetzt das Fehler-Event und das Eskalations-Event an, die werden identisch verwendet. Das Eskalations-Event erlaubt uns nur nochmal detaillierter zu spezifizieren, wie wir auf diesen Prozess eingehen können. Oder anders, ein auftretender Fehler bricht auf jeden Fall ab, das sehen wir hier. Ja, wenn ein Fehler in einem Subprozess auftritt, dann müssen wir auf jeden Fall abbrechen und können auf diesen Abbruch reagieren. Bei einer Eskalation kann es sinnvoll sein, trotzdem mit der Arbeit weiterzugehen, aber auf einer übergeordneten Ebene, auf einer Management-Ebene zum Beispiel, da Reaktionen auszulösen. Wie wird es verwendet? Verwendet würde das so, dass wir hier an dieser Stelle zum Beispiel sagen, wenn die Beilagen uns ausgehen, also hier irgendwie ein Gateway reinbasteln, oder wenn die Beilagen abgelaufen sind, dann kann es hier zu einem Fehler kommen. Das wäre in diesem Fall, wenn wir wieder zurückgehen, das klassische Fehler-End-Event. Also das führt zu einem Ende des Prozesses und zu dessen Abbruch. Das ist dieser Blitz hier. Das wird nur in Subprozessen verwendet. Wir haben also dieses Fehler-Event, das man jetzt gar nicht erkennen kann. Vielleicht da den Strich etwas dünner machen. Wir haben das Fehler-Event und könnten dann auf diesen Fehler reagieren, indem wir hier das Fehler-Event nochmal anheften und die Reaktion auf diesen aufgetretenen Fehler hier modellieren. Anheftungen kann es auch mehrere geben, das heißt, wir können einerseits die Deadline modellieren mit einem angehefteten Timer-Event und andererseits auch auf den Fehler reagieren. Das Eskalationsereignis, wie gesagt, ähnlich wie der Fehler, nur führt das nicht unbedingt zum Abbruch und beschreibt eben keinen Fehler an sich, sondern unvorhergesehene sind Ereignisse, die eine Reaktion einer übergeordneten Ebene bedingen. So viel grundsätzlich zu dem Anheften von Ereignissen. Nochmal wichtig zu unterscheiden, es gibt die Ereignisse, die unabhängig von dem eingebetteten Prozess passieren. Das kann ein Timer sein, das kann eine Nachricht sein, das kann ein Signal sein, das von außen kommt. Und es gibt angeheftete Events, die auf interne Ereignisse reagieren können, wie eben das Eskalations- oder das Fehler-Event.
Ähnliches gilt dann für das Abbruch- und Kompensationsevent. Das werden wir aber separat besprechen, wenn wir dann gleich auf Transaktionen eingehen.